Bei 200.000 Festivalbesuchern an 4 Tagen ist auch das Thema Sicherheit ganz wichtig. Deshalb ist Felix Skonine bei mir von der Polizei. Herr Skonine, das Festivalgelände ist riesig. Wenn man Parkplätze und die Zeltstadt dazu nimmt, dann sind es 150 Hektar. Sie sind hier vor Ort mit etwa 200 Kollegen jeden Tag. Wie decken Sie dieses Areal ab? Ja, natürlich sind wir darauf vorbereitet. Wir haben uns in verschiedene Einsatzabschnitte eingeteilt. Das heißt, wir haben Teams, die sich nur um den Verkehr kümmern. Wir haben Teams, die sich hier rund um die Veranstaltung kümmern. Das heißt, wir laufen über das Gelände, über das Main Camping, über das Infield, wie Sie hier sehen können. Und wir haben natürlich auch die Kriminalpolizei, die für Straftaten und für andere Verletzungen, Körperverletzungen und andere Vorgänge bei uns kümmern werden. Und natürlich sind wir auch mit der Öffentlichkeitsarbeit hier vor Ort, weil wir mehrere Anfragen haben und so teilen wir uns auf. Welche Delikte oder Vorkommnisse hat es denn schon gegeben? Ja, die üblichen bei Festivals. Ich meine, wir sind erprobt, das Festival gibt es hier seit längerem. Hauptsächlich sind es Körperverletzungsdelikte, aber auch mal Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen oder Alkohol ihr Fahrzeug führen. Das haben wir natürlich auch. Ist das weniger oder mehr als in den letzten Jahren? Tatsächlich ist es fast immer gleichbleibend. Also wir wundern uns auch, aber ungefähr ist es immer gleichbleibende Anzahl an Feststellungen, die wir treffen dort. Aber auch bei dieser Anzahl, Sie haben es gerade schon angesprochen, von so vielen Leuten, die feierwütig sind, so soll es ja auch sein, gibt es auch ein paar Verkehrsteilnehmer, die es ja nicht anhalten können. Okay, wie ist das Vorgehen insgesamt jetzt fürs Wochenende noch? Das Vorgehen ist ganz normal. Wir stellen uns schon langsam erstmal auf die Beendigung der Veranstaltung ein. Und nachher mit dem Feuerwerk wird es wohl die größte oder die erste größte Abreisewelle geben. Und da werden wir hauptsächlich um den Verkehr kümmern. Das heißt, wir werden verkehrsregulierend eingreifen, wenn es denn nötig ist, und für einen guten Verkehrsfluss sorgen. Herr Skonine, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit.